Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit, wo ich euch auch in der neunten Folge wieder 30 Sprüche, Zitaten, Limericks und so weiter vorstellen möchte, mit dem Ziel, dass diese vielleicht ein bisschen zum Denken anregen oder aber eventuell auch in einer privaten Notlage eine Hilfemöglichkeit bieten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Erstens. Der Denker ohne Paradox ist wie der Liebende ohne Leidenschaft, ein mittelmäßiger Patron. Von Søren Kierkegaard. Zweitens. Viele Denkmäler werden aus Stein errichtet, die man den Toten zu Lebzeiten nachgeworfen hat. Der Autor hier ist unbekannt. Drittens. Wenn Gedanken scheitern, können Worte äußerst nützlich sein. Autor unbekannt. Viertens. Es geht nicht darum, was du siehst, sondern darum, wie du es siehst. Von Lukas Friesen. Fünftens. Der Dichter schreibt die Rechnung, die Addition überlässt er dem Leser. Von Karol Irzikowski. Sechstens. Es wird immer Menschen geben, die gegen dich sind, egal ob du im Recht oder im Unrecht bist. Der Autor hier ist unbekannt. Siebtens. Wer klug zu dienen weiß, ist halb Gebieter. Franz von Assisi. Achtens. Eine Diktatur ist ein Staat, in dem sich alle vor einem fürchten und einer vor allen. Von Alberto Moravia. Neuntens. Der Mensch handelt, bevor er spricht, und spricht, bevor er denkt. Der Autor hier ist unbekannt. Zehntens. Ein Diplomat ist ein Mann, der die Paukenschläge der Staatsmänner in zarte Hafenklänge verwandeln soll. Von Eugene O'Neill. Elftens. Wenn ein intelligenter Mensch die falsche Sache vertritt, ist das noch schlimmer, als wenn ein Dummkopf für die richtige eintritt. Von George Clemenceau. Zwölftens. Mit Liebe und Geduld ist alles möglich. Der Autor hierfür ist unbekannt. 13. Das magische Lebensgefühl als beständiger Zustand, das wäre ein Lebensziel. Sich unentwegt vom Leben verzaubern zu finden, welch ein Seiltanz. Welch ein faszinierendes Spiel um Glück und Schönheit. Ein wahrer Zeitvertreib mit Aussicht auf Ewigkeit. Von der Band Schiller aus dem Album Weltreise. 14. Den Klugen plagt sein Unwissen. Damit hat der Dumme kein Problem. Von Klaas Okenga. 15. Wann werden wir lernen, dass die Welt uns beherrscht? Wir werden die Welt nie beherrschen. Der Autor hier ist unbekannt. 16. Ist der Dumme schlau und gerissen, kommt er oft weit im Leben, auch ohne Gewissen. Von Monika Kühn-Görg. 17. Unsere Träume, unsere Sehnsüchte und bunten Hoffnungen wollen ernst und wichtig genommen werden. Wer sie verdrängt, unterdrückt das Beste in sich und wird ein leerer Mensch. Ebenfalls von der Band Schiller aus dem Album Weltreise. 18. Weisheit bedeutet, einen Fehler vorherzusehen und zu vermeiden. Erfahrung bedeutet, den gleichen Fehler jedes Mal, wenn man ihn wieder macht, wiederzuerkennen. Der Autor hierfür ist unbekannt. 19. Ich sah selten Dummheit im wirklich Bösen, dafür aber sehr oft im Guten. Das macht das Böse so gefährlich. Von Steve Lippold. 20. Die Gier zettelt Kriege an, die Dummheit führt sie aus. Und die Weisheit trägt die Tränen. Von Nobody. 21. Fallen ist keine Schande. Liegen bleiben ist eine. Der Autor hierfür ist unbekannt. Fernsehen ist so eine Art geistige Neutronenbombe. Das Gehirn wird weggestrahlt, aber der Kopf bleibt bestehen. Von Oliver Kalkofer. 23. Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Von Marie von Ebner-Eschenbach.
24. Sei nett zu den Menschen, die du auf deinen Weg nach oben triffst. Du könntest ihnen auf deinen Abstieg erneut begegnen. Der Autor ist unbekannt. 25. Wenn der Kopf in einen Kühlschrank steckt und die Füße auf einer Herdplatte stehen, dann ist die Durchschnittstemperatur auch okay. Von Andrew Robertson. 26. Richtig verheiratet ist erst der Mann, der jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat. Von Alfred Hitchcock. 27. Lieber ein authentisches Scheitern als ein unerster Erfolg. Autor unbekannt. 28. Wenn du dich in ein Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Von Will Rogers. 29. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen zu uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Von Winston Churchill. Und last but not least, 30. Es ist ein trauriger Anblick, wenn der Anführer darum kämpft, die anderen einzuholen. Auch hier ist der Autor unbekannt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser kleinen Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und über einen Daumen würde ich mich freuen. Abo dalassen, wenn ihr es denn noch nicht getan haben solltet, ist natürlich für mich einerseits hilfreich und andererseits für euch praktisch, weil ihr dann natürlich immer die neuesten Infos bekommt, wenn was hochgestellt wird. Und ja, ansonsten sage ich, beim nächsten Mal machen wir ganz munter mit solchen Sachen weiter. Und bis dahin, mach ich's gut und ihr macht's besser. Und tschüss!